Hallo zusammen. Wir sind sehr stolz, dass wir hier heute eine ganz besondere Weltneuheit präsentieren dürfen. Die Firma Autochef hat uns den Prototypen des Lugano 570 Evo 2 zur Verfügung gestellt. Und unsere Kunden sind schon ganz heiß, die kommen vorbei, gucken sich ihn an. Und ich zeige euch heute mal so die Besonderheiten des neuen Evo 2. Und zwar, wenn ihr mal mit reinguckt, wir haben das Erste, was besonders auffällt, wir haben Edelstahlroste. Wir haben ein Edelstahl-Trichtersystem, das Easy-Flip-System. Wir haben auch unten der zweite Trichter, auch noch Edelstahl. Die bekannte Brennertechnik kennt ihr ja, zwei Brennersystem, der Grill, der bis 60 bis 80 Grad quasi runtergehen kann. Für Low and Slow gibt es keinen besseren Grill, den man haben kann. Oder halt Vulkanposition in der hohen Temperatur, wo ihr halt auch richtig Vollgas geben könnt. Die Grillfläche, indirekte Grillfläche habt ihr auch. Es gibt keine größere indirekte Grillfläche, die es auf dem Markt bei einem Kugelgas-Kugelgrill gibt. Auch besonders für mich als, ich sag mal, Designer, das neue Logo auch mit drauf. Wundervoll, sieht sehr schön aus. Weitere Innovation. Zum ersten Mal beleuchtetes Display und zwar auch in der genauen Zeiger- und Gasregelung wird angezeigt für alle unterschiedlichen Bereiche, die wir haben. Wenn wir schon mal hier unten sind, Storage System, super aufgeräumt, Innenbeleuchtung, 14 Kilo Schwerlastauszug für die emaillierte Gussplansche. 14 Kilo passen hier drauf, extra dafür vorgesehen. Besser aufgeräumt kann ein Grill-Innenleben nicht sein. Reinigung, immer noch bekannte Fettwannensysteme, Fettwändchen. Besser geht's eigentlich gar nicht. Unsere Porzellan-emaillierte 40 Kilo schwere Plansche. Einfach draufsetzen. Ihr habt unterschiedliche Hitzezonen, mit denen ihr arbeiten könnt. Wenn ihr morgens euer Barbecue-Frühstück macht, Kartoffeln, Spiegelei, Bacon auslassen, etc. Also es gibt so viele Spielräume, wo ihr richtig arbeiten könnt oder einfach nur richtig scharf angrillen. Burger, Patties, daneben noch die Zwiebeln. Was willst du mehr? Kommen wir nun zu den weiteren Besonderheiten, und zwar auf der Oberseite. Wer den Lugano kennt, wird sich sehr freuen. Das neue Modell hat die Blazing Zone. Bis zu 900 Grad könnt ihr hier kurz anbraten, Maillard-Reaktion. Perfekt für krosses Fleisch, perfekt für das richtig durchgebratene Fleisch, perfekt für das, was ihr braucht. Wir haben hier nochmal das Zubehör, das kennt ihr auch noch von dem alten Lugano. Oder auch von den anderen Geräten, die wir auf dem Markt haben, von der Firma Autochef. Hier nochmal ein Puffer. Hier kommen wir runter bis zu 300 Grad und drauf mit dem Rost. Hervorragend geeignet, um halt wirklich Vollgas zu geben. Oder wenn man mal den Grill nicht anmachen möchte, einfach auch noch einen Bratwurst zu machen. Links Cooking Zone kennt ihr auch. Ist nicht neu, ist bei den anderen Geräten auch, aber es ist ein Highlight, was man hervorheben muss. Hier haben wir ein Dreilochsystem, wo wir in verschiedenen Höhen arbeiten können und auf der höchsten Höhe bis zu 60 Grad Temperatur haben. Perfekt, um auch mal eine Soße zu binden, perfekt, um auch einfach mal nur eine Butter zu machen etc. Also, kommt vorbei, kommt nach Senden, guckt euch den neuen Lugano an, guckt euch die neue Filiale an. Wir haben eine sehr, sehr schöne und große Ausstellung von Autochef und wir sind für euch da und wir verkaufen euch dieses Gerät leider nicht, weil das würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen.